Hallöchen! Hi, und was geht hier? Zockerdämon mit dem Trottel neben mir, Bastian, let's play. Ich mach dir wieder deine Pastinaken kaputt, wenn du so weitermachst. Sorry. Also, wir sind hier bei Subnautica, nicht? Schön wäre es, wenn wir sind. Subnautica wurde abgeschafft wegen Probleme mit dem technischen Spiel. Schwierigkeiten. Bitte haben sie ein paar Jahre Geduld. Ja. Ey, wenn sie irgendwann endlich diesen Autosave reinbauen, dann werde ich das Spiel wieder spielen. Vorher spiele ich das jetzt nicht mehr. Ja. So, wir spielen jetzt Stardew Valley. Die erste kommt auf meinen Kanal, die zweite kommt auf meinen, die dritte auf Basti und dann ne abwechseln. Die wisst, was das heißt. Jeder, der Paluk nur so geguckt hat, weiß, was ich meine. Wir dürfen keine andere YouTuber nehmen. Ach so. Copyright und so weiter, ne? Wir haben ihren Namen genannt, das ist Copyright. Mich scheißegal, dann sollen wir mich wegklicken. Rage Quit. Direkt. Na, gleich die Aufnahme schon fünfmal neu starten. Das war das dritte. Ah, ne, ist das vierte Mal insgesamt. Okay, eins, zwei, hier kommt der Weg hin. Da ist das Beet. Gut. Brauch mehr Holz, ich hab doch nicht 50 Holz in der Kiste. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, das ist genauso lang wie mein Haus, lol. Wann habe ich ein kleines Haus? Perfekt, das wird auch sich nicht verändern, das ist ein Upgrade. Ich weiß. Doch, bei dir wird es sich verändern, aber. Ja, aber nicht bei dir. Ich weiß, weil ich halt nicht. Fehlt mir noch drei. Achso, du willst ja wieder eine Kiste bauen, ne? Ich kann dir ein bisschen Holz geben, wenn du magst. Ich hab 50. Ich geb dir jetzt Holz, Alter. Da. Nimm das Holz! Nein, du brauchst das selber! Ich will nicht mit Leuten eine Kiste haben. Nimm das Holz! Was denn? Bastian dealt mit Holz, Leute. Ruf die Polizei. Heute hab ich mit Traubenzucker gedealt. Riesen, ja, ich hab da so. Auf dem Schulhof, ne? Ich hab halt so Traubenzucker gekauft, so große. Und da bin ich einfach so durch die Klasse gegangen und hab gesagt: Hier, ist der Stoff. Ist guter Stoff. Qualitätsware. Basti, vergiss nicht, deine Pastinaken zu gießen und wachsen die Dinger. Boah, was brauchen die schon für Wasser, Junge? Das braucht doch keiner. Pflanzen und Wasser, wo gibt's denn sowas? Das wird so lang so. Ich find's dumm, Kiste, dass sie hier irgendwie. Also ich hatte vor, immer zwei Tage aufzunehmen, die dann zusammenzusteinen. Aber wenn dann zu kurz was wieder machen, dann drei Tage. Nee, also mein Plan an sich ist eigentlich immer nur eine Stunde Ofen. Da kommt es drauf an, wie viele Tage es waren. Also ich kann den auch nicht genau sagen. Aber ich hatte jetzt vor, also so im Aufnahmenbereich zu gehen, weil wir abwechseln wollen, geht das ja schlecht, Basti, vergiss das nicht. Ja. Stimmt. Ich gehe zu meiner Stadt und suche meine geile Art. Weh, du klaust die Abigail, das ist meine Schnecke. Nee, guck mal, wir haben noch nicht gerade. Ich hatte ja wirklich alle einmal durch. Achso, das sollten wir noch sagen. Philipp ist ein ein Veteran, ein Hauptmann, was das Spiel hier angeht. Und ich bin gerade mal ein Feldwebel. Ja, sprich, okay. Er ist der Pro, ich bin der Noob. Mit Geld verdienen. Der Sozialakte dieses Spiels. Ich hatte. Ich war sehr gut befreundet mit der Säuferin. Also. Zwei Hauptprodukte war. Hauptstammkunde, ne? Ich hatte jedes Mal beigestellt. Ich war ja ein Weinprodukte, ne? Also 36 Wein, die den 5., 6. Tag zu verkaufen, ne? Ich meine nur wieder was hier zu ihr hingebracht. Wieso ich mal vorlesen, ne? Sorry, Leute, die Sachen, die ich jetzt einmal weggeklickt habe, weil ich so kenne. Das ist bei mir auch. Ich kenne das halt auch und lese das für mich mehr vor. Okay, Entschuldigung. Hi, oh, hi, du bist der Neue, ne? Du bist der Neue, ne? Ich bin auch neu. Vergiss nicht, da kann Brot rauskommen. Bei mir kommt gar nichts raus. Es ist wenig eile, diese neuen Leute kennenzulernen. Zu müssen nicht. Warte, ich will auch mal, ich will jetzt auch. Mein Name ist übrigens Georg. Und jetzt tschüss ab. Jetzt bin ich dran. Oh, bist nicht gerade hergezogen. Ich bin Maro. Ich habe mich darauf gefreut, dich kennenzulernen. Sie liegt auf einer Bank. Ich weiß, ich habe mich mit der angefangen zu unterhalten, hast du gerade mit den anderen geplaudert. Und dann ist er einfach abgehauen. Ist also der neue Typ. Mit wem redest du denn gerade? Hat die Stimme bekommen. Man sieht sich. Elliot? Man merkt, nicht sehr viele Stimmen imitieren. Kann überhaupt auch was so als Sachen. Dann lass mir das vorlesen. Okay, dann sage ich immer, wenn ich vorlese. Und dann
Okay, das machen wir so. Ich übernehme das schon, meine Leute müssen sich amüsieren. Nee, warte, jetzt bin ich... Wir müssen das irgendwie so abwechselnd haben, wie dann der vorliest, der dann... Na gut, ich bin jetzt bei Gunther, ich bin jetzt im Übrigen bei Gunther. Bei Gunther? Warte. Howdy, hallöchen und willkommen im Sternterrasche, hallo Gabriel. Ey, das ist peinlich, aber der letzte Museumsdirektor hat sich mit der ganzen Sammlung aus dem Stern gemacht. Wir haben keine Artefakte, die wir erstellen können. Aber ich hoffe, wir können das bald ändern. Falls du irgendwelche Artefakte oder Mineralien da draußen von ihnen hast, kannst du mich wischen lassen. Okay, du Texaner, wir sehen uns. Pass auf deine Kühe auf. Also auf deine Frau. Oh, du bist der neue Bauer, Junge, oder? Okay. Oh, ich bin Harley. Wenn du Abigail findest, sagst du mir Bescheid, die suche ich immer noch. Wenn du diesen Klamotten tragen würdest, wärst du vielleicht sogar recht süß. Mit der will ich nicht reden, ich mag die nicht. Aber Fun Fact, die hat mehr Story hinter als du. Okay, warte. Willkommen im Mojo-Jamal. Wie geht es dir heute? Ich denke nicht, dass wir uns schon einmal getroffen haben. Ich bin Morris, Repräsentant für Joja Kundenzufriedenheit. Wenn du dich dazu entschließt, ein Joja-Mitglied zu werden, werde ich deinen Beitritt mit Freunden unterstützen. Wie viel kostet das? Arschloch! Ich hasse den Jungen. Oh, scheiße, jetzt habe ich die Rest nicht gelesen. Jetzt habe ich den Rest nicht gelesen, habe ich übersprungen. Entschuldigung. Dann kann ich angeln. Leute, Angelfolge mit mir, euer Kong. Darf ich mir den Kamin bei dir klauen? Ich mag den Kamin. Ich mag den halt echt. Nein, ich will auch halt Kamin. Meine Wohnung so ein bisschen toll abfackeln. Ne? Da muss ich jetzt in, da muss ich jetzt wohl in, wie heißt das Ding, in dieser Landwirtschaft weiter höher kommen. Dann, dann kriegt man ja neue Rezepte und dann kann man, glaube ich, auch den Kamin bauen. Ich glaube, das war da, oder? Oder war das bei der Ollen? Ja, also ich kann mich ja, warte mal, ich brauche eine Kartoffel, eine Pastinake, einen Blumenkohl und jetzt brauche ich noch wieder das Ding. Mais brauchte man. Und 5 goldene Pastinaken. Du brauchst doch Mais für was anderes. Ein Kürbis brauchst du. Nein, ich bin von dieses Jahr. Ja, ich weiß, aber ich rede auch von anderen. Du brauchst so viel Scheiße. Du brauchst sogar so ein Kristall, glaube ich, war das, ne? Diese Arme. Der Junge. Was willst du? Hat's offen? Geh bitte. Okay. Nicht fragen, wo ich gerade bin. Okay. Geh aus dem Busch raus. Oh, dann darf ich doch nicht auf Kinderplatz warten. Nee. Oh, hi John. Sean, meinen Sie nicht John. Lass mal reden, ich warte hier eh gerade. Hey, was will ich dir geben denn? Okay, dann bin ich gleich. Hab gehört, es gäbe einen Neuling in der Stadt. Muss dich endlich kennenlernen. Ah, ich versuche immer noch ein wenig abzuschalten nach dem ganzen Monat auf der salzigen See. Ist das die Stimme von den Anglern? Hat eine Menge gute Fische verkauft. Endlich genug ist Bart, um mir eine neue Welt zu leisten. Nee, aber ich finde, du hast mich gerade an diesen Perversling von Family Guy erinnert, diesen alten Sack. Okay, warte, ich bin dran. Ich sag dir jetzt mal meine Stimme von ihm. Okay. Ahoi, Burschen! Hab gehört, das gäbe eine Neuling in der Stadt. Gut, euch endlich kennenzulernen. Oh, hier im Tal gibt es Gutes, was? Alle mögliche Fische. Okay, warte, dann mache ich auch so eine Stimme, warte. Ah, ich verstehe. Oh. Ich will mal noch ein wenig Abschied halten nach einer ganzen Monat auf der ganzen See. So, das war mein Headset. Das ist peinlich. War das so laut? War das so laut? Nein, ich hab nur einen blöden Kopf, wie du gerade mir jetzt vom Kopf gefallen. Achso, du hast meine Stimme jetzt gar nicht wirklich wahrgenommen, ne? Ja. War ein schämlich großer Fang, hat mir mega gute Fische verkauft. Okay, das sollte ich nicht machen, ja, das ist eine ziemlich laute Stimme. Jetzt. Oh Gott. Ey. Oh, die heilige Angel. So, ja. Du erhältst Bambusstange. Oh, hi. Du bist in der Sequenz. Ich will's. Lass mich. Jetzt stehe ich in dir. Oho, das finde ich aber nicht nett von dir. Oho, ich nehme dich gerade von hinten. Ich nehme dich von hinten. Oh, fuck, Jesus. Guck, ich... Oh, scheiße, jetzt nimmt er mich von hinten. Ja, jetzt kommt mein Lieblings-Minigame komplett Stardew Valley. Oh, das ist beim ersten Mal ist das richtig nervig einfach. Jetzt soll man scheinbar Betten und so verschieben können. Aber was das witzig ist.
Ich hab das vorher am ersten Mal am PC, weißt du, beim Angelspiel habe ich teilweise die Maustastatur zerhämmert. Ich habe einen Gotteslachs, den braucht man sogar. Aber Leute, das ist doch nicht angenehm fürs, die ihr seht. Nicht diese Baune, Alter, die einmal plötzlich nach oben gehen, dann wieder nach unten. Und du denkst, wieso zum Fick gehe ich wieder hier rüber? Wieso mache ich das? Ja. Und die Sache ist halt doch die, früher habe ich immer geglaubt, dass so besser du den Fisch fängst, desto besser die Qualität. Allerdings ist das halt so, desto öfter du den fängst, desto besser ist die Qualität. Nein, auch so besser du ihn fängst, desto er immer im grünen Bereich, ja, nicht einmal rausgeht. Ja. Und das ist aber, sogar noch mittig ist, also du den besseren. Anfangs ist das scheißegal, also anfangs ist das wirklich scheißegal, da kriegst du keinen guten raus. Da musst du halt echt den Skill schon auf Level 3 haben, glaube ich, war das, dann kriegst du einen goldenen. Aber ansonsten musst du den Fisch schon 100-mal geangelt haben und du darfst halt auch nichts falsch machen. Ich habe eine Schatztruhe. Cool, gönn sie dir, Alter. Kupfer, hab dafür gerade fast den Fisch Kupfer verloren. Drin. Ja, ich habe dafür. Wenn wir ein Dinosaurier-Ei haben, Alter, das werde ich aufbewahren. Ich habe den Fehler gemacht und das damals verkauft. Wieso zum Fick, Alter? Weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe, einen zu finden, Alter? Ich habe ja, hab das damals nicht gewusst. Ich habe das. Oh, ich habe einen Stein bekommen. Geil. Stein, ich glaube, das nehme ich nicht. Nee, das nehme ich nicht. Dafür würde ich jetzt mal. Dafür mülle ich jetzt erstmal mein Inventar nicht voll, also nee, danke. Oh, Instant Fisch. Seetang. Gönn dir, Junge. Kann ich essen, Alter. Warum mache ich das eigentlich mit Figo und nicht mit Six, Alter? Bin ich denn blöde? Achso, ich habe dir doch von den Anime erzählt, den ich gucke, ne? Diesen amerikanischen. Ja. Heute ist zum ersten Mal der Charakter aufgetaucht, auf den ich so scharf war. Hm. Die ich so witzig finde. Ja, das auch. Nee, und ich habe herausgefunden, dass sie scheinbar keine Synchronsprecherin hat. Sondern die redet in der ganzen Story scheinbar nur mit einem Schild. Oh, scheiße. Und ey, komm mal, da kommt der Willi. Ja, geil, Dimmer. Oh, eine Flunder. Du nimmst doch nicht mehr Geld, die bringen nichts ein, Alter. Hey, Philipp, meine Witze sind so flach wie eine Flunder. Fangen wir jetzt hier an wie in Animal Crossing oder was? Natürlich. Habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, die Burger haben mich schon alle vergessen. Oder eine Muschel, da weiß ich auch noch, dass es gibt. Nee, das weiß ich jetzt selber. Wolltest du das Lager angeln? Ja. Dachte ich, werde dir mal reingehen. Ich probiere es. Ich versuche deine Pastinake zu treffen. Aber sie ist so intelligent, sie weiß, wie man ausweicht. Boah, hab ich extra viel Glück, Alter. Boah, jetzt haben wir Fernseher eingesammelt. Stimmt, warte mal, ich muss noch Leben von Land gucken. Morgen wird es den ganzen Tag regnen. Angelkirchen, yes. Morgen, Leute. Nächste Folge, nicht den Angeltag. YOLO, danke, Spiel. So, Leute, dann würde ich mal sagen, diese Nacht wird schlaflos und ich werde mich jetzt einmal von euch verabschieden. Ja, warte mal. Und ich muss die Fische wegräumen. Na, kannst du bitte beeilen, ich will mich verabschieden, Basti. Von meinen Schuhsauern, damit ich die nächste Folge aufnehmen kann. Okay, dann bis in der nächsten Folge, wenn es heißt Stardew Valley mit den Bastian. Seht ihr bei mir? Ciao. Nicht.